jeder zukünftig. Hochverehrte Damen, geschätzte Herren, liebe Freunde. Hier findet das erfrischend Bedenkliche, das kostbar Unübliche, das kunstvoll Überraschende statt. Natur und Kultur begegnen sich. Gelbes und Schwäbisches Meer mischen ihre Wellen. Pflanz- und Malkunst vereinigen sich zu einem Meeting, denn mit Bedacht und nicht aus anglophoner Modelaune der Vokalverquirlung heißt es hier und heute Bonsai meets Breinlinger, Wild to meet, das Begegnen, zueinanderfinden, das freudige Aufeinanderzugehen beschreibt und nicht wie das deutsche Treffen den Doppelsinn des Zielens und Abdrückens besitzt. Trifft nicht die durch Kunst veränderte Natur der Bonsai-Gärtner, den Natur in Kunst verwandelten Maler der Farbfantasien mit ins Herz oder Gemüt. Vielmehr kommt es zu einer gespannten Harmonie. Harmonien ohne Spannung sind fad wie Bilder ohne Schwarz oder Dichter ohne R. Von schlafendem Wettbewerb um den spielerischen, von schnellen Zwecken befreiten Schmuck der Welt geht es, und das in wenigstens zweifacher Wirkung. Lust für den Schaffenden, Genuss für den Mit- und Nacherlebenden. Drei Kernsätze über Bonsai, Breinlinger und Beider Bürgersaal, ästhetisches Wechselspiel als Ouvertüre. Danach ein kleines Themenspiel mit historischen, biografischen Ausstellungsbesonderen. Am Schluss erklingt eine poetisierende Coda und nach dem chinesischen Gongschall öffnet sich die Bürgersaalbühne für die individuelle Bewunderung von Bonsai und Breinlinger. Erstens drei Kern- und Behauptungssätze. Bonsai ebenso wie das Malwerk Hans Breinlingers vermitteln uns von Geschwindigkeit gehetzten ein beruhigtes Zeiterlebnis. Langes Wachstum, geduldiges Betrachten, Pflanze und Bild bitten um die Zuwendung der Geduld in einfertiger Zeit. Zweiter Satz. Bonsai und Bilder verwandeln originale Maße und Proportionen und empfehlen einer Zeit, nämlich der unseren, die im Großen nach Mega, Giga, Terra, im Kleinen nach Mikro, Nano, Pico misst, wieder humane Dimensionen. Zum Beispiel, dass beim Bonsai der Mensch bildend wirkt, um die Bäume nicht in den Himmel wachsen zu lassen. Dass in der freien Gemäldekomposition das Abstrakte und Konkrete sich friedlich auf gerahmter Fläche begegnen. Dritter Satz, Gepflanztes und Gemaltes vereinigen sich hier in spannungsgesegneter Natur- und Kulturharmonie. Der alte, selbst politisch geschmetterte Ruf, zurück zur Natur, lässt hier ein ästhetisches Echo erschallen, voran zur Kultur. Dass hier Weltnaturerbe und Regionalkulturerbe in Idealkonkurrenz sich vereinen, welch kleines Weltfest im urbanen Bürgersaal der Stadt Konstanz. Zweitens, Kleinigkeiten zum historischen und biografischen, zur Bonsai-Botanik. Bonsai, eine seit rund 2000 Jahren in fernen Asien bekannte, seit 30 Jahren am Bodensee kultivierte floristisch-botanische Erziehungskunst, bietet dreifache Tätigkeit und Erlebnisreize. Bonsai-Zucht bremst nicht nur jedes rasante Tages- und Jahrestempo, inszeniert ein freundliches Widerspiel von Natur und Kultur, es lehrt vor allem bei allen Märchenzauberspielen einer ästhetischen Miniaturisierung, denken Sie, wir spielen ja so gerne mit kleinen Puppen, mit kleinen Dingen. Und die Katzen sind, wenn sie klein sind, am allerschönsten. Bei den Menschen ist es oft auch so. Abgesehen also von diesem Märchenzauberspiel des Miniaturisierens, haben wir beim Bonsai etwas ganz Kostbares, eine durchschaubare Illusion. Das Erscheinungsbild ändert sich, aber die Substanz bleibt erhalten.
Wer einen Bonsai ins Freie setzt, und er noch so klein, wird wieder den Baum in seiner Schöpfungsproportion wachsen erleben. Die ästhetisierende Machtausübung des Menschen überschreitet beim Bonsai nicht die Grenzen der genetischen Prägung. Bonsai, wohl vom Chinesischen über den Buddhismus ins Japanische als Zeichen und Bezeichnetes gewandert, bedeutet etwa Pflanzung in der Schale, Landschaft im irdenen Gefäß. Es ist keineswegs eine bloße Verzwergung der Bäume, Sträucher, Heckenflora, sondern Arrangement, Inszenierung. Dabei wird nicht nach freiem Gusto das Gewächs ins Kleine pädagogisiert, sondern nach Regeln, Stilvorgaben, künstlerisch geprägten Mustern geformt, die mit ihren Namen sogar eine gewisse symbolische Fracht befördern. Ganze Listen gibt es, davon schweige ich. Ein leicht geneigter Baum mit sichtbarem Wurzelansatz, aber nicht allzu tief ins Hineinreichen, heißt Gelehrten- oder Literatenformen. Bujingi, wie ich gelesen habe. Andere Figuren nennen sich gepeitscht, windgeschlagen, Kaskaden, Besen, Felsen, Zwillingsform etc. Nur ein paar Beispiele, die Sie sehen, von den vielen herrlichen Gewächsen. Wie Großes und Kleines, Uraltes und Lebendneues sich verbinden, das geschieht in der Schale. Die sieht dann so aus, ich zeige nur und verrate hoffentlich nicht zu viel. Sie sollen es auch gar nicht genau erkennen, sondern nur als Reiz des Geheimnisses. Das geschieht an einer Schale, wo eine Ulme von 17 cm über einem versteinerten Bruchstück eines Dinosaurier-Eies, aus dem ein Dinosaurier wäre gekrochen, geworden wäre, bis 15 Meter hoch. Das Verkleinerte und das Untergegangen Vergrößerte begegnen sich und unendliche Zeitspannen liegen dazwischen. Leben in unermesslicher Zeitvereinigung. Ein zweites, den Literaten- und Gelehrtenbaum gibt es zu bewundern. Eine Bergkiefer mit langdünnem Stamm. Nicht alle Gelehrten sind so. Fülliges Haupt, behutsame Verwurzelung im Grund, fast wie eine botanische Empfehlung, Rationalität mit Poesie zu verbinden, über schlaue Nutzbarkeit das Schöne nicht zu vergessen. Eines der wertvollsten Baumgeschöpfe ist eine großkronige, frei aufrecht stehende Zwergkiefer, mindestens 60 Jahre geformter, gediehener Wuchs. Wer den Wert, also die Naturkostbarkeit ermessen und gleichwohl ihren Preis wissen will, die meisten Leute wollen immer bloß den Preis wissen und den Wert kennen, wer auch dennoch den Preis auch mal wissen will, derlei kostet eine im höheren vierstelligen Euro-Bereich liegende Summe. Alle Formen eint, was ein chinesischer Dichter des 13. Jahrhunderts über die Bonsai-Kultur, die übrigens der hohen Geistlichkeit und Feudalität vorbehalten war, und erst, Herr Keller hat es gesagt, mit der Pariser Weltausstellung Anfang des 20. Jahrhunderts zu uns gekommen ist, als was ein Dichter des 13. Jahrhunderts als geformte Pflanzenpoesie sagte, frei übersetzt: Bonsai lässt in allen Stücken das Große stets im Kleinen.